Hallo, ich bin Nick Heidfeld. In diesem Video werde ich euch Chiptuning von RaceChip vorstellen und euch zeigen, wie ihr euer Auto einfach schneller macht. Heutzutage verwenden Autohersteller nur noch eine geringe Anzahl unterschiedlicher Motoren. Die jeweilige Leistung der Fahrzeuge wird daher meistens nur über die Software gesteuert. Eine Motorbasis deckt somit mehrere Motorisierungen ab, einfach um die Entwicklungskosten zu senken. Also besitzen moderne turboaufgeladene Benzin- und Dieselmotoren ungenutzte Leistungsreserven, die man durch Chiptuning optimal nutzen kann. RaceChip ist auf diesem Gebiet Marktführer und hat sich auf das Tuning per Zusatzsteuergerät spezialisiert, wodurch man Leistungssteigerungen von 20-30% erreichen kann. Doch wie funktioniert RaceChip eigentlich? Die Software bestimmt die Menge und das Mischverhältnis aus Luft und Kraftstoff im Motor. Um die Leistung zu verbessern, muss man also dieses Gemisch im Zylinder optimieren. Dadurch wird bei der Verbrennung mehr Energie freigesetzt und der Motor erreicht eine höhere Leistung. Um diesen Vorgang zu optimieren, verbindet RaceChip sein Zusatzsteuergerät mit Sensoren im Motor. Beim C43 AMG sind dies zum Beispiel Ladedruck, Saugrohrdruck und Nockenwellensensor. Über die Sensoren erfasst der RaceChip die Daten der Fahrzeugelektronik, optimiert diese und gibt sie in Echtzeit an das Motorsteuergerät weiter. Dieses passt daraufhin die leistungsrelevanten Parameter des Motors an und erhöht somit die Performance. Das Geniale an der Lösung von RaceChip ist, dass alle Motorschutzsysteme vollständig erhalten bleiben. Die Software auf dem originalen Steuergerät des Herstellers wird nicht überschrieben. Wie sicher die Produkte von RaceChip sind, zeigen sie auch dadurch, dass sie dir eine Garantie auf Motor und Antriebsstrang bieten. In den kleinen Boxen von RaceChip verbirgt sich also eine technisch hochkomplexe Lösung. Dieser Mercedes C43 AMG hat übrigens ganze 68 PS und 114 Newtonmeter mehr als in Serie. Er sprintet jetzt mit 435 PS in nur 4 Sekunden von 0 auf 100. Damit ist er genauso schnell wie sein großer Bruder, der C63 AMG. Man muss aber definitiv kein Auto mit über 300 PS fahren, um RaceChip nutzen zu können. Den Effekt merkt man bei jedem Auto, egal wie viel Leistung es hat. Übrigens kannst du die Mehrleistung auch ganz einfach mit deinem Smartphone steuern. Überzeug dich doch einfach selbst.